Auf jeden Fall so die Zusammenfassung vom ganzen Video. Wenn ihr mir nochmal eine Tasche stellen könnt und auch wollt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich hatte einen seltsamen Tag natürlich in Wien. Und ich habe einen Textback verändert. Und falls ihr wollt, dass ich ein Video zu mache, dann lasst es mich in die Kommentare wissen. Und der spammt mit Feuer. Jetzt kommt zu SG. Ja, Tropic Orient, das ist teilweise auch ein Infovideo, aber also erstmal mit den Infos. Also wenn ihr Montagen erstellt und meint, ist ja ziemlich gut darin, also Montage stellen, wo ihr es wirklich an die Musik anpasst und nicht nur irgendwie die Farbfilter wechselt und so, sondern wirklich auch einfach mehr macht und das wirklich gut macht, könnt ihr jetzt die könnt ihr mir eine Montage stellen, wenn ihr wollt, mit dem Schwert. Nee. Okay. Ich will nicht, dass die mich verfolgt. Ah, da könnte sie ein Schwert bekommen, das sind doch Kisten. Egal. Also wenn ihr mir eine Montage stellen wollt und ihr glaubt, ihr seid ziemlich gut darin, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, dann schaue ich mir auf euren Kanal mit euren Montagen an. Und dann. Ja. Dann sage ich euch, ob ich eine Montage von euch will oder nicht, weil ich will das erstmal selbst beurteilen. Und wie komme ich an die Kiste ran? Ach so, okay, gut. Dann zweitens, ich habe ein Tech-Track wieder verändert. Die Äxte, die Werkzeuge an sich zum Beispiel, habe ich einfach nur den Stick hier schwarz gemacht. Und den Stick, und der Stick an sich ist jetzt auch schwarz, also ja. Deine Waffe. Ich vermute mal nicht, also Tech-Track ist wieder verändert. Rod, Feuerzeug, Kompass, Werkzeuge sind wieder verändert. Oh Mann, die sind wieder so rich, Mann. Können die nicht verarmen oder so? Nee, ich verfolge einfach mal den, dass mir. Der Eisenschwert und der rennt außerdem auch wieder weg. Komm. Außerdem hat er einen schönen Helm. Ich hab zwar schon einen Helm, aber ich bin killgeil. Warum folgt er mich? Ne, okay, das sind andere Namen. Und sonst noch etwas? Ja, stimmt ja. Wenn ihr so ein Tech-Track-Vorstellungsvideo von mir sehen wollt, wo ich mein Tech-Track etwas genauer vorstelle, hatte sogar eine Waffe. Da könnt ihr mir auch das mal in die Kommentare schreiben, dass so ein Video auf meinem Kanal erscheinen soll, wo ich mein Tech-Track, was ich jetzt gerade benutze, einfach genau mal vorstelle. Ich habe das wieder verändert. Dann stelle ich das einfach mal genau vor. Das Blind habe ich natürlich auch verändert vom SNS, also vom FNS. Hier. Ist so weiß. Den Tracker habe ich auch verändert. Und ja, also schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, sowas würde ich gerne sehen, so eine Tech-Track-Vorstellung von dir, dann lasst es mich in den Kommentaren erfahren. Und heute war ich, also ich habe heute noch kaum Minecraft gespielt. Heute war ich auch so im Tag der Lehre in Wien, so ein Klassenausflug, und das war eigentlich eh ganz cool. Bekommt man immer so Dinge. So, da sehen wir so verschiedene, ich sag mal, also da haben so, also da kannst du zum Beispiel zum Hofer gehen, und ich habe mal eine Finesse gefunden. Also der Hofer war da zum Beispiel auch der Spar und so, aber Spar ist wirklich uninteressant. Hofer ist eigentlich nur interessant, weil du da immer so, weil du da immer so einen Sackerl bekommst, wo einfach so ein Getränk drin ist, was meistens einfach scheiße geschmeckt hat, aber in seltenen Fällen hatten manche wirklich ein gutes. Ja, ich habe so eben, glaube ich, so ein Himbeer oder sowas. Ja, schmeckt grindig. Aber da waren noch so Schokolade und sowas drin, so ein kleiner Riegel, und ja, das ist halt Hofer. Man bekommt dann nur so Kleinigkeit, was klar ist, weil die kaufen halt das, was sie sich hergeben, immer so tausendmal. Ich hab jetzt einen Kill, und das war der langweiligste Kill in der Geschichte von Minecraft. Und ja,
Aber bevor wir zum Tag der Lehre gegangen sind, nice Ping. Ja, ja, ich habe einen 30er Ping. Oh yeah. Also bevor wir da hingegangen sind, waren wir noch vor sowas essen, da sind wir zum McDonald's einfach so gegangen oder so, haben wir uns aussuchen können. Ah, der ist, Mann, der hat sogar einen Heal Potion. Da waren wir vorne noch sowas beim Maker essen. Und also da müsst ihr uns ja vorstellen, ich bin gerade so von Spark und da habe ich mir so ein. Oh, komm. Da habe ich mir so ein Zitronen. Jetzt meint er mich hier Bow spammen zu müssen. Der macht ja nicht mal so krass. Der macht ja nicht mal wenig Damage. Im Gegenteil. Der wollte jetzt einfach mal schon deine. Bitte verbrennen doch einfach. Oh Mann, oh, der hatte gutes Equipment. Ich hatte kein Chestplate. Also bevor wir da waren, weil ich habe einen Spaß noch so einen Eis gekauft, also so eine Kleinigkeit halt. Und dann ist halt ein Freund von mir zum der Mann gegangen und da bin ich halt einfach mitgegangen. Ich habe da nichts gekauft. Aber ich glaube, das ist sehr interessant. Und dann geht einfach so einer mir vorbei. Also so. Also das müsst ihr mal vorstellen, das sah so wirklich seltsam aus. Der hatte so eher so Penner-Klamotten an, also so. Ja, also der hatte, also so, auf seinem Kopf hatte er auf der einen Seite Dreadlocks und auf der anderen Seite einfach normales Haar. Und dann, also der ging auch so richtig schief. Also so nach links gebeugt und so und mit dem Kopf halt so nach rechts. Und dann. Und der ging jetzt halt so irgendwie. Ah, der ging so richtig komisch. Und dann geht er so zu mir und ich denke mir, also der geht dann gerade da raus aus dem Geschäft und da geht er so zu mir und dann denke ich mir, bitte lass mich doch leben, Mann. Und dann fragt er mich dann, hey Junge, hast du 15 Cent? Ich denke mir dann, nein. Also natürlich hatte ich 15 Cent, aber ich habe einfach nein gesagt, weil denkt man jetzt auch nicht unbedingt viel nach, wenn man so jemanden trifft, außerdem. Fange ich jetzt auch nicht unbedingt 15 Cent, der hat so richtig gewickelt, das hätte er gekifft oder irgendwie Drogen genommen oder so, also so richtig komisch. Dann ich so, hä, nein, also, und dann ihr so, schade. Und da geht er so seltsam runter zum Bahnhof halt. Also dann, ja, und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen, weil, warum denn auch, also der war so richtig komisch. Und mein Freund hat der vorher auch im Geschäft angesprochen. Ich habe halt draußen gewartet. Weil ich mir halt nichts gekauft habe. Und er hat gesagt, ja, ein Mondenwecker oder. Und der hat gesagt, nee, das hast doch nicht so. Also der hat wirklich anders gesprochen. Ich kann das gar nicht nachmachen. Auf jeden Fall war es wirklich seltsam. Habe ich sogar auf Twitter getwittert. Also ihr könnt mir da ruhig folgen, dann seht ihr diese komische Nachricht, außer geht diese Runde richtig lang. Tja, und das war mein Ausflug. Also der wirkte schon richtig seltsam, das sah auch verdammt seltsam. Oh Mann. Oh, das war, nee, bitte nicht. Tu mir das jetzt echt nicht an. So, die können sich erstmal hier gegenseitig ermorden. Und da kann ich da ganz easy abstorben. Auf jeden Fall war dieser Typ so richtig seltsam. Also so bin ich echt noch nie begegnet. Ich vermute ich mal, er hat einfach Drogen genommen oder so. So meine Vermutung halt. Was eh höchstwahrscheinlich schlimmer wird. Weil der wirkt halt wirklich so auf mich. Und der. Hey lol, was war mit denen jetzt los? Ah,
komm, ich habe hier einen Bogen für dich. Also ich hoffe, okay, der sollte jetzt eh weggehen. Ich will jetzt nicht irgendwie meine Pfeile verschwenden. Aber jetzt hopsen wir da so schön am Spawn rum. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie Angst vor denen, das war aber einfach komisch. Aber in, ja, in Wien. Ich war also, und ich habe jetzt auch einfach mal unter diesen Analytics nachgeschaut. Und es sind, glaube ich, 23% weiblich. Und halt der Rest ist natürlich männlich. Was denn auch sonst? Und irgendwie, oh, das zieht sich ja voll. Würde mich aber gerne interessieren, wer da jetzt eigentlich die Frauen, die meinen Zuschauern sind. Au, aua. Komm, von unten, jetzt hitzt da. Kannst ja nur sterben, Alter. So, alle Kisten wurden wieder aufgeführt. Ich dachte schon, jetzt habe ich den irgendwie getötet und es hat ein Leck oder so. Ah, geht jetzt ernsthaft zum Spawn mitten im Fight. Also habe ich den Sprung sogar noch verkackt. Eieieiei. Komm, bitte. Jetzt kommt einfach noch einer, der auch Full Iron ist, ganz zufällig. Down. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte lass mich in Frieden, Mann, bitte. Jetzt habe ich das. Oh Leute, ich habe nur ein halbes Herz gewonnen, aber der hat auch deutlich besseres Equipment. Also ich meine, der hat einen Schärfer 1 als ein Wert mit Halbkalt. Ja. auf jeden Fall könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal so etwas erlebt habt. Also es war jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, aber es war einfach so richtig seltsam. Ich habe einfach Nein gesagt, weil. Der macht mir Angst. Joa, das war ein Tag. Ich würde gerne erstmal raggen. Weil, Mann, ich habe keine Iron Chestplate. Schade. In der Mitte findet man eh nichts, sondern drei verbleibende Spieler, okay. Ist der geläfft oder so? Ist der irgendwie verbrannt oder so? Okay, da doch ein FNS und der verschwendet es ziemlich schön. Ah, er hat eine Rot. Sag mal, hat jeder eine Rot oder so? Hä? Komm, ich habe eine FNS, verpiss dich jetzt. Bitte, so. Lol. Okay, ich hab mich noch retten können. Also jetzt stoppt er natürlich hier den Kill ab. Den ich für ihn so gut vorgeschwächt habe. Hatte der irgendwie eine Iron Chestplate? Nee, aber der hat eine Rot. Okay, gut. Auf jeden Fall so eine Zusammenfassung vom ganzen Video. Wenn ihr mir eine Montage stellen könnt und auch wollt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich hatte einen seltsamen Tag natürlich in Wien. Und ich habe einen Texture verändert. Und falls ihr wollt, dass ich ein Video dazu mache, dann lasst es mich in die Kommentare wissen. Und der spammt mit Feuer. Ah, komm. Dann nennt man mich noch manchmal Spammer, wenn ich im Feuer kämpfe. Komm. So, man geht nicht irgendwann das FNS von denen kaputt. Gut, ich glaube, wir haben uns relativ gleich geschwächt. Ah, na, hier ist es natürlich wieder ein Nachteil. Das ist
Feuer weiß ist, weil dann erkennt man das nicht so gut. Aber es ist weniger Abfacke, wenn ich dann brenne. Komm. So, jetzt fuck ich dich mal mit der scheiß Wort ab. Ich will das jetzt auch mal ein bisschen schneller machen. Geht das? Aber sag mal, wie lange hält denn sein Feuerzeug denn noch? Ich meine, der ist so krass oft schon benutzt. Und jetzt wieder mit mir joggen. Ja, wenn er erstmal ist, direkt reingelaufen. Das nennt man doch mal hier FNS-Skill. So. GG. Der Chapter Spam, oder? Nee, er leftet. Also, wenn euch dieses sehr informative, mit Fragen gefüllte und kranke Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like wie immer freuen. Das letzte Video hatte irgendwie, also bis jetzt hat es glaube ich nur 2 Likes gehabt. Wenn ihr dieses, das letzte Quick Escape Video noch mit 5 Likes aufladet, sag ich mal, dann wird's das nächste Mal, wenn wieder Quick Escape kommt, dass 3 Runden werden und nicht nur 2. Also zeigt mir eure Kraft. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wie wir es im letzten Video wissen, natürlich nichts sneaken. Also bis zum nächsten Mal. Schreibt mir eure Meinung in den Tag über das Texture-Pack und Montage, wenn ihr welche machen könnt. Und über diesen kranken Tag und ob ihr euch das auch schon überlebt habt. Und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Ich hoffe, das Video habe ich jetzt nicht zu viel voll gelabert mit diesen kranken Typen wie.